Ja, ich stehe hier in Charlottenburg am Saviniplatz. Hier ist im Februar ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ins Leben gekommen. Das ist eine sehr stark befahrene Straße. Es gab hier keinen Fahrradweg. Daraufhin hat sich eine Initiative gebildet, die einen sogenannten Pop-up-Radweg gefordert hat, also einen provisorischen Radweg. Und das ist tatsächlich durchgesetzt worden. Die Linke hat das hier im Bezirk auch unterstützt. Das ist eine wunderbare Sache, ein weiterer Schritt zu einer menschengerechten Stadt. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele von diesen Radwegen auch dauerhaft erleben werden. Und dafür setzen wir uns berlinweit ein.